An dem Beginn unserer heutigen Sendung haben wir ein Thema gestellt, das von vielen unterschätzt wird. Die Anzahl der kriminellen Delikte, wie zum Beispiel Überfälle, Vandalenakte und versuchte Vergewaltigung, nimmt zu, auch in unserem Bezirk. Ein aktuelles Beispiel hat unsere Reporter dazu veranlasst, sich genauer umzuhören. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen Kastner und Öhler, das Sporthaus in Lienz. Was in Megastädten schon Alltag ist, was in Großstädten die Bevölkerung verunsichert, das hält auch bereits in Kleinstädten wie Lienz Einzug. Die Rede ist von Diebstählen, Vandalenakten und der Belästigung von Einzelpersonen durch kriminelle Gruppen. Immer öfters werden auch Frauen zu Opfern. In einigen Fällen bleibt es nicht bloß bei verbalen Angriffen, sondern es wird tatsächlich handgreiflich und damit auch ernst. Wie kann man sich schützen? Der Schrei um Hilfe kommt in vielen Fällen zu spät und das Vermeiden von dunklen, unüberschaubaren Passagen ist nicht immer möglich, erst recht nicht in dieser Jahreszeit. Dass man als Frau in solchen Situationen nicht wehrlos ist, beweist die folgende Szene. Zugegeben, so einfach wie es aussieht, ist es nicht und nicht jeder Kriminelle überfällt sein Opfer so offensichtlich. Trotzdem könnte die richtige Gegenwehr den Täter eher veranlassen, seinen Plan aufzugeben. Der Judoverein Lienz bietet schon seit einiger Zeit Selbstverteidigungskurse für Frauen an. Ja, ich besuche den Kurs deshalb, weil ich doch, wenn ich die Nacht allein unterwegs bin, doch immer wieder Ängste habe. Und da haben wir gedacht, ja gut, das ist ein Kurs, da gehe ich hin, vielleicht baue ich die Angst ein bisschen ab. Selbst schon Kinder können Judo spielerischer lernen. Es wird in solchen Kursen viel Wert darauf gelegt, dass diese Kinder ihre Fähigkeiten nicht dazu verwenden, andere zu attackieren. Der Sektionsleiter Hans Salcher sieht aber diese Kurse nur als Nebenzweig. Im Vordergrund steht vor allem der Verein und damit der sportliche Erfolg. Seit Bestehen der Sektion haben wir 12 österreichische Meistertitel, 85 Tiroler Meistertitel und an die 200 erste Plätze bei internationalen Turnieren und Begegnungen. Diese Leistungen bestätigen die Arbeit der Vereinsführung und die der Mitglieder. Manch größere Vereine können von solchen Erfolgen nur träumen. Erfolge abseits der Turniere gibt es selten, Gott sei Dank. Denn Überfälle auf Frauen, die Selbstverteidigungskurse besucht haben, sind zumindest in Lienz noch nicht an der Tagesordnung. An der Tagesordnung bei uns steht jetzt der erste Kurzmeldungsblock. Und zwar unter anderem von den Bergführervereinsmeisterschaften in Matrei und den Vorwahlen der ÖVP. Bad Boys! Bad Boys! Bad Boys! Bad Boys! Im Rahmen der österreichischen Bergführerversammlung am 13. und 14. November in Matrei wurden auch die ersten österreichischen Klettermeisterschaften der Ski- und Bergführer veranstaltet. Die 12 Meter hohe Wand wurde nur von einem bewältigt, nämlich von Mittersiller Dietmar Sinhuber mit der Startnummer 18. Frage an den Sieger. Ist die Sportart gefährlich? Kann man sich Verletzungen zuziehen? Ja, es ist so, es gibt schon bei Kletterer, speziell bei den Fingern von Kletterer, oft Verletzungen, was die Sehnen betrifft, was Gelenksknorpeln und so betrifft. Das sind halt Überlastungserscheinungen, die sich nur dann vermeiden lassen, wenn der Kletterer über Jahre hinweg sich langsam steigert. Es ist jeder Sportkletterer schon hunderte Mal ins Seil gestürzt, es weiß jeder, dass es dabei überhaupt keine Gefahr gibt. Die Osttiroler Hoffnungen verbliesen im Wind. Geri Unterrasinger, Hannes Wallensteiner, Alois Wibmer und Alban Resinger scheiterten bereits vor dem Ziel. Trotzdem war die Veranstaltung ein toller Erfolg der Organisatoren.
21. November 1993, Tiroler Vorwahlsonntag. Seit Stunden ist die Telefonleitung in die ÖVP-Zentrale überlastet. Geschäftsführer Meinhard Barker steht unter Dauerstress. Bei jedem Klingeln des Telefons verstummt die Unterhaltung der Funktionäre und Kandidaten. Denn sie erwarten gespannt jedes Eintreffen neuer Ergebnisse aus den Gemeinden. Die nervliche Belastung wird mit lächelnder Miene und Lässigkeit überspielt. Jedenfalls ist damit sicher, dass Leo Gomik-Osterholl wieder im Landtag vertreten wird. Und da kriegt er mal sicher ein Dankeschreiben, das ist nämlich das von meiner Frau, mit der ich gerade telefoniert habe. Die hat gerade gesagt, ich werde jetzt 5 weitere Jahre bei ihr zu Hause und bei der Familie bleiben können. Und das Ergebnis, wie es zustande kommt, wird man als Demokrat halt zur Kenntnis nehmen müssen. Von den Gesamtwahlberechtigten, 35.400 in Bezirk Lienz, war die Wahlbeteiligung am heutigen Tiroler Vorwahlsonntag 33,9%. Es wurden also insgesamt auf Platz 1 Leo Gomik, gefolgt von Helmut Krieghofer und Friedel Schneeberger. Sie führen die Liste für die Landtagswahlen im März 1994 an. Und ich glaube, das ist ein Modell, das einfach angenommen wurde. Und darauf können wir insgesamt stolz sein. Im Prinzip wollen die Männer doch wieder dann unter sich sein. Die Zukunft der Landwirtschaft, ein wichtiger Punkt für Leo Gomik. Die Molkerei ist also sicherlich für Lienz mehr als nur ein Betrieb mit 40 oder 50 Beschäftigten. Das muss ich also ganz deutlich sagen. Da hängt also die Landwirtschaft dahinter und da müssen wir also versuchen, auch längerfristig gewisse Produktionen in Osttirol zu halten. Osttirols Kandidaten sind ermittelt. Nach dem derzeitigen Kräfteverhältnis kommen höchstens die ersten 2 in den Landtag. Wie das ausgeht, wissen wir erst am 13. März 1994. Alle Jahre wieder, da kommt nicht nur das Christkind, sondern auch der Christkindlmarkt. Groß und klein trifft sich auf dem Lienzer Hauptplatz. Musikanten lassen Weihnachtliches erklingen und sozialtätige Organisationen haben sich wieder einiges einfallen lassen. Weihnachtsengel als Glücksengel verkaufen Lose. Für alle etwas, lautet das Motto. Im Vorjahr besuchten so viele wie nie zuvor den Christkindlmarkt. Seit er vom Johannesplatz auf den Hauptplatz übersiedelt ist, hat er an Attraktivität deutlich gewonnen. Heuer findet er am Freitag 3. und Samstag 4. Dezember statt. Alle, die noch kleine Geschenke für den Nikolausabend oder den Weihnachtsbaum suchen, sind hier richtig. Fleißige Hände haben vieles selbst gebastelt, Kekse gebacken und auch für das leibliche Wohl der Besucher vorgesorgt. Telefonzellen können Leben retten, auch wenn man kein Geld oder keine Wertkarte bei sich hat. Überall, wo dieses SOS-Zeichen zu sehen ist, lassen sich die Notrufnummern auch ohne Münze betätigen. Die lebensrettenden Nummern sind in der Zelle an gut sichtbarer Stelle angebracht. Hallo, ist da die Feuerwehr? Ich hätte einen Brand zu melden, und zwar in der Oberringer Rundstraße 32a. Können Sie bitte schnell kommen? In Zukunft wird es auch die Euro-Notrufnummer geben. In Osttirol funktioniert sie bereits bei den Einzelanschlüssen. Unter 112 meldet sich die Alarmzentrale im Gendarmerieposten Lienz. Viele Bräuche sind in den letzten Jahrzehnten verschwunden. Das Krampuslaufen am 5. Dezember hat sich aber erhalten. Schon Wochen vorher beginnen die Vorbereitungen. Modell mache ich keins. Man macht dann eine Zeit Vorstellung und dann fällt dann jeden Tag wieder mal was ein. Dann macht man halt ein passende Kratzler. Ich nehme halt die Zirbe, schauen, dass ich irgendwo eine trockene Zirbe kriege, verleim die drüber. Zwar bei einem Lauf nicht gerade so hagel, ob jetzt da ein Arsch drin ist. Für Friedel Lercher beginnt das Maskenschnitzen bereits im Oktober.
Als gebürtiger Mattreier hat er mit dem Larvenschnitzen schon mit 13, 14 Jahren begonnen. Nötige Fachkenntnisse wurden später beim Künstler Burkhard Köfler erworben. Besondere Freude kommt immer dann auf, wenn die Grobbearbeitung von Form und Grundzügen gelungen ist. Masken, Felle, Glocken und Schuhwerk werden wieder aus Kellern und Abstellkammern hervorgeholt und natürlich treten bereits beim Anziehen noch neue Mängel an der Kleidung auf. Schwachstellen, Angriffspunkte müssen zusätzlich verstärkt werden. Das meist belastete Glied ist das Traggeschirr fürs Geläute, das durchwegs 20 Kilo zu tragen hat. Und das bedarf natürlich sorgfältigster Kontrolle. Noch ist es Tag, aber die Dezembernächte brechen schnell herein. Zusätzlich zum nächtlichen Treiben und Schaulaufen auf den Dorfplätzen blieb in manchen Gemeindegebieten der Brauch nach alter Tradition einigermaßen erhalten. Mehrere Kilometer lange Dorfmärsche von Haus zu Haus sind etwas seltener geworden. Für die ich rede, möchte ich betonen, seine Mattrei die wichtigen Personen. Und über die, die schon früher lachen, über die ist nicht wert, dann reinzumachen. Ja. Schlimme Buben werden von den Krampussen mitgenommen. Politiker erhalten anscheinend noch eine Chance. Alle Kinder, die vom Krampus nicht mitgenommen worden sind, freuen sich natürlich auf das Weihnachtsfest. In der Vorweihnachtszeit schreiben sie Briefe an das Christkind, ihre Mütter verbreiten angenehme Düfte beim Backen der Kekse und so mancher Vater verschwindet heimlich, um an der Weihnachtskrippe zu basteln. Sie basteln gemeinsam und helfen sich gegenseitig. Einer, der schon vor 14 Jahren von der Begeisterung für Krippen erfasst wurde, ist Josef Ortner, Obmann der Lienzer Krippenfreunde. Immer mehr Osttiroler machen es ihm nach und wollen sich den Stall von Bethlehem selbst bauen. Im Vorjahr gab es den bisherigen Rekord mit 28 Teilnehmern. Große, aufwendige oder auch nur kleine, einfache Krippen entstehen, die meisten im Stil unserer Tiroler Häuser. Besonderer Wert wird dabei auf die vielen Details gelegt. Welche Grundvoraussetzungen muss man für den Kurs mitbringen? Ja, je nachdem. Wenn jemand die Anforderungen nicht so hoch steckt und sagt, mir ist eine selber gebaute Krippe wichtig, ganz wurscht, wie perfekt oder wie hundertprozentig die ausschaut, dann geht eigentlich unter unserer Mithilfe ziemlich viel. Die einen sammeln Wurzeln, die anderen bevorzugen Dämmplatten. Wenn der Rohbau erst einmal steht und mit Mörtel verputzt ist, dann beginnt die Arbeit an den Feinheiten. Markant für die orientalische Bauweise, man sieht die Stadtmauer, verschiedene Turmteile, Ruinenreste, der Dorfbrunnen und hier die Geburtsgrotte. Die Tiroler gelten als besondere Anhänger der Weihnachtskrippen. Josef Ortner glaubt, dass in jedem zweiten Haushalt eine Krippe steht. Je nach Ausstattung ist das Werk nach rund 40 Arbeitsstunden vollendet. Noch ein paar kleine Ausbesserungen und man kann dem schönsten Fest des Jahres mit Stolz und Freude entgegensehen.
bin ich auf einem Ort in Lienz, der früher mal Neuer Markt geheißen hat. Aber das ist schon lang, lang her. Ich möchte von euch wissen, wie der Platz da heute heißt und wie die Statue oder die Säule heißt, die da mitten auf dem Platz steht. Stuhl. Cool. Bett. Nett. Tisch. Praktisch. Sonderanfertigung. Bewunderung. Design. Mein. Augenschmaus. Europa-Möbelhaus. Bestseller. Chapella. Wahnsinn. In. Residenz. Lienz. TTT. Da steckt was dahinter.